Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei der Maschine unter die Map kommt. Und zwar braucht ihr hierfür das Dr. Rutscher Perk, am besten auf Stufe 3. Und wenn ihr das dann habt, dann zeige ich euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar müsst ihr hier unten in die Krankenstation und hier müsst ihr das wieder mit dem Slime und Pausieren machen. Also Leute, ich springe in die Luft und halte dabei die Ducken-Taste, damit ich slide gedrückt. Und sobald ich kurz auf dem Boden ankomme und kurz vor der Wand stehe, so wie hier, drücke ich auf Pause. Und wenn ich dann Pause loslasse, noch so 2-3 Sekunden, bin ich dann hinter der Mauer. Also ich zeige es euch jetzt noch einmal. Ich renne nach vorne und springe. In der Luft halte ich die Ducken-Taste gedrückt. Und sobald ich auf dem Boden ankomme und kurz vor der Wand stehe, pausiere ich. Und wenn ich dann nach so 2 Sekunden Pause loslasse, dann bin ich hier hinter. So. Wenn ihr dann hier hinter steht, dann müsst ihr hier hochklettern, hier hochlaufen und jetzt nochmal hier, wo ich langlaufe, hochklettern. So, dann lauft nach vorne, Leute, und ihr bleibt hier stecken. Ihr müsst euch jetzt einfach hinlegen und so ein kleines bisschen nach vorne kriechen und ihr seid hier wieder unter der Map, unterm Flugzeug. Hier könnt ihr euch Munition kaufen, Leute, und hier könnt ihr euch auch zum Beispiel hinstellen, da versammeln sich die ganzen Zombies über euch. Und ihr könnt hier halt easy auf Firearms gehen, weil euch nie die Munition ausgeht. Da ihr einfach an die Munitionsbox könnt und Munition einfach wieder nachfüllen könnt. Außerdem könnt ihr auch hier an diese Stelle gehen, wo ich hingehe. Dafür müsst ihr vorher hier einmal springen. Dann stellt ihr euch hier hin, Leute, und die ganzen Zombies versammeln sich jetzt hier an diesem Punkt. Und ihr könnt hier auch easy auf Kopfschüsse gehen und somit eure Waffentarnungen freischalten. So, ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben und nichts mehr verpassen wollen, können jetzt ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.